Der Trailer des neuen zu vermieten Erweiterungspack wurde frisch veröffentlicht, auf den ich in diesem Video reagiert habe. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum neuen zu vermieten Erweiterungspack. Der Trailer beginnt gleich und wir sehen schon, es wird wohl irgendwie so kleine Kugeln für die Kinder zum Spielen geben. Ich habe noch gar keine Ahnung, was da dahinter steckt. Okay, die neue Welt Tomarang finde ich auf jeden Fall auch schon mal sehr spannend. Hier sind so kleine Häuschen irgendwie zu sehen. Oh, es ist immer schon so schnell geschnitten. Ich liebe es. Ah, okay. Also man sieht ganz viel. Boah, ich weiß schon gar nicht, was ich sagen soll. Oh, man hat so ein neues Hüpfspiel gesehen. Hier sieht man einen der neuen Apartment-Typen beziehungsweise Grundstückstypen. Da weiß man jetzt natürlich noch nicht, was da so dahinter steckt. Rokaya Rockside. Okay, ihr gehört wohl der ganze Laden hier. Wir schlüpfen jetzt in die Rolle, in den Vermieter quasi. Okay, aber ich muss zugeben, bis jetzt habe ich wirklich noch gar keine Ahnung, wie sich das neue Gameplay zusammensetzen wird. Wir haben gerade einen Reiskocher gesehen, ganz viele neue thailändische Gerichte. Was passiert? Okay. Wie geil. Okay, wir haben wieder verrückte Vermieter, aber ich habe wirklich das Gefühl, hier wurde dann schon ein bisschen was aus der Großstadtleben-Erweiterung recycelt. Sie sind jetzt hier wohl in dieser Kellerwohnung, die erwähnt wurde, die dann nicht ganz so spaßig ist, da zu wohnen. Was macht sie denn hier im Hintergrund? Das muss ich mir gerade nochmal angucken. Ach so, das sollen so Lampions, glaube ich, sein. Und sie lässt so Lampions steigen. Also bis jetzt habe ich das Gefühl, wir haben hier super viel neues Gameplay tatsächlich drin, was ich irgendwie echt ganz cool finde. Zu verschiedenen Uhrzeiten passieren hier unterschiedliche Dinge. Also entweder ich bilde mir das ein oder der Trailer ist diesmal wirklich sehr, sehr lang. Ich muss sagen, bis jetzt... Okay, es gibt wieder super viele neue, kleinere Gameplay-Objekte. Das finde ich ganz cool. Hat man jetzt schon im Trailer schon einige gesehen. Oh, was zum Teufel? Was ist das denn? Sims können wohl hier so halber anschimmeln, so sah das ein bisschen aus. Ah, hier ist auch wieder eine super schöne Deko. Ihr merkt schon, in der richtigen Trailer-Analyse ist das dann alles ein bisschen entspannter, kann ich mehr auf das eigentliche Gameplay eingehen. Ja, die neue Welt sieht ja wieder wunderschön aus. 7. Dezember war also richtig und damit wären wir auch schon am Ende des Trailers angekommen. Das ging sehr schnell, war auf jeden Fall echt ganz lustig. Ich bin jetzt noch in dieser Anfangseuphorie, aber wenn ich jetzt so ein bisschen bewusster drüber nachdenke, habe ich fast das Gefühl, dass es in diesem Pack eher nicht so viel einzigartiges neues Gameplay gibt. Also klar, wir können jetzt in die Rolle des Vermieters schlüpfen, aber in einer gewissen Weise konnten wir auch schon in Apartments mit der Großstadtleben-Erweiterung ziehen. Deswegen, ich bin mir noch unsicher. Die neuen Wohnungstypen, die man gesehen hat, klangen auf jeden Fall wirklich cool. Aber ich bin mir halt unsicher, wie das jetzt von der Gameplay-Fülle irgendwie so funktionieren wird. Das war jetzt aus meiner Sicht irgendwie so ein Trailer, der theoretisch zeigen könnte, dass das Pack richtig gut wird. Aber auch das komplette Gegenteil. Und es ist eher wieder ein kleineres Erweiterungspack, um es mal nett auszudrücken. Was wir bei Pferderanch, finde ich, sehnlichst vermisst haben, waren auf jeden Fall die kleineren neuen Gameplay-Features, kleinen Gameplay-Objekte und die scheint es mit diesem Pack wieder zu geben. Schaut gerne in der Beschreibung vorbei, wenn ihr auf viele Packs für die Sims 4 ordentlich sparen wollt. Dort wird auch das neue zu vermieten Erweiterungspack bald bereitstehen und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.